Oh lol, warte! Moin, liebe Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und der Rückkehr des besten PUBG. Moin, liebe Freunde, was geht ab und willkommen zur Rückkehr eines PUBG-Spielers. Liebe Freunde, gestern war unter einem Namen meiner neuesten Videos ein Kommentar mit Buddy, das hier. Spiele ich ihn eigentlich selber noch? Ich habe mir mal Gedanken gemacht und ich glaube, das letzte aktive PUBG-Spiel, was ich halt nicht kommentiert oder moderiert habe für die ESL, Starladder oder sonst was, das ist jetzt wirklich ein Monat her. Also habe ich mir gedacht, Buddy, die ganze Arbeit, die du hast, und die ist momentan wirklich, die nimmt, ich sag das immer, die ist viel, aber momentan nimmt die halt übelst Überhand. Und natürlich der Hund, der ist auch noch da. Aber, liebe Freunde, ich habe mir dann gedacht, okay, alles klärchen, du hast jetzt einen knappen Monat kein eigenes PUBG-Spiel mehr gespielt, machst ein Solo im Stream. Das kam bei raus. Wundert euch bitte nicht, es ist nicht Highkill sonst was. Es ist ziemlich interessant, glaube ich, von der Thematik her, die man so bespricht. Und teilweise auch ein paar schöne Aktionen dabei, aber erwartet nicht das krasseste Highkill-Gameplay. Aber ein lustiges und cooles doch. Viel Spaß! Weißt du denn überhaupt noch, wie man schießt? Leider nicht. Wird jetzt easy dinner. Where are we dropping, boys? Baller Kameschke runter. Da runter, wir machen jetzt einen chilligen. Meskix, ne? Ist das richtig? Dankeschön, Mann. Danke, danke, danke. Danke, Anke. Kennt ihr einer das noch? Danke, Anke. Ingolf Lück, genau. Zurück, zurück. 18, okay, kannst du es nicht kennen. Es war damals von der Wochenschau. Oh, lol, Kameschki. Was? Habe ich irgendwas verpasst in den letzten Wochen oder ist Kameschki jetzt hier beste überhaupt gewesen? Geworden, bester Droppunkt überhaupt. Ich merke echt hundertprozentig, wie diese Apex-Steuerung an übergegangen ist, ne? Echt Kindheitserinnerung. Das habe ich damals immer mit meinem Vater geschaut. Wochenschau. Da war ich halt selber noch viel zu jung. Alter. Der letzte Depot gerade. Vielleicht ist die Kommunikation nicht immer die beste. Habe ich irgendeine normale Nade? Funktioniert das noch? So, Leute. PUBG ist wieder back. TPP ist back. Hast du nicht mal selber Bock auf Competitive PUBG? Findest du nicht, dass mal Zeit für wäre? Ach, mit welchem Talent denn, Alter? Also wirklich, also ich glaube, ich bin ein solider Caster und im E-Sport wahrscheinlich auch in Zukunft zu Hause oder im Medienbereich auf jeden Fall. Nicht nur wegen Kontakten, sondern weil ich mich damit identifiziere und glaube ich auch ganz gut kann und auch sehr gerne Content produziere. Aber ich weiß, wo meine Grenzen sind, auch spieltechnisch. Ich bin kein guter Spieler. Ich bin ein durchschnittlicher Spieler, der viel Zeit zum Spielen hat. Jetzt mittlerweile gerade gar nicht, aber im Durchschnitt halt mehr als der Normalsterbliche, weil ich halt damit auch mit meinem Geld verdiene. Aber ich werde nie mit der ESL, selbst, also ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich... Hey, es gibt ja Fallschaden hier. Ich glaube, wenn ich wirklich ganz, ganz viel spielen würde, dann könntest du mich mal in der Elite-Division ein bisschen sehen.
Aber das war's dann auch. Hab ich gesehen, ne? Die hat noch getroffen. Also also muss man als Caster nicht zwingend gut sein. Nee. Selbst als Coach musst du nicht zwingend gut sein. Wirklich Knowledge. Knowledge ist einfach das fucking A und O. Beispiel jetzt dabei. Ich habe hier so lange nicht PUBG gespielt, aber irgendwann... Jo, alles klar, Mann. Irgendwann weißt du halt... Da brauche ich nicht mal. Weißt du halt bestimmte Sachen. Und die nutzt du halt aus. Punkt aus. So. Jetzt geht es im Endeffekt noch darum, eine Karabiner zu finden. Wie das jetzt zum Beispiel gerade, würde ich einfach sagen. Ne? Ich wusste, dass da oben ungefähr ein Platz ist, wo er ungefähr halten könnte. Also machst du das. Im Endeffekt, was ich damit sagen will, ist, als Caster brauchst du halt nicht die Mega-Knowledge des unglaublichen Super-Todes. Sondern. Unterhaltungswert, Basic Knowledge, wenn du, vor allen Dingen, wenn du einen Dingscaster dabei hast, also einen Colorcaster. Es gibt ja Play-by-Play, der ist für die Unterhaltung zuständig, und der Colorcaster, um da quasi Farbe ins Spiel zu bringen, um da so ein bisschen Knowledge auch nochmal reinzubringen, was halt der Tweeter bei uns macht, wobei er auch einen guten Unterhaltungswert hat, muss man dabei ja sagen. Und halt, du musst dich mit dem Spiel auskennen. Es gibt ganz, ganz viele Caster, die kennen sich gar nicht so gut mit dem Spiel an sich aus, aber sind gut, kennen die Basics und können gut unterhalten. Dann hast du einen guten Analysten nochmal daneben, dann reicht die Scheiße, ne? Ich glaube, ich will hier sogar das Zweifach drauf. Dann tut es natürlich nicht, wenn mein Spiel besser ist. Nee, natürlich nicht. Ich glaube, das ist klar, ne? Wenn du gut im Spiel bist, kannst du es auch ganz gut, also solltest du es auch ganz gut, weiß ich, rüberbringen können. Warum will ich da überhaupt hin? Das ist ja kompletter Bullshit. Also wenn ihr Caster werden wollt, besorgt euch ein gutes Equipment, einen Plan vom Spiel und einen Businessplan. Oder sucht euch ein gutes Unternehmen, was euch unterbringt. Und Motivation. Ich glaube, egal ob Influencer, Spieler, Caster oder sonst was, das Wichtigste, was ich immer wieder erlebe, sind auch Leute, die, und das habe ich in 4 Jahren oder fast 5 Jahren Erfahrung mittlerweile gemerkt, Leute, die wollen ganz, ganz viel, machen dann auch ganz, ganz viele am Anfang, aber denen fehlt einfach die Langzeitmotivation dazu. Und am Ende hast du dann, ja, natürlich kein Erfolgserlebnis. Weil, wie sagt man so schön, helle Feuer brennen sehr, sehr, sehr leicht ab. Okay, der rechts von mir, der wird schon, hinten ist er, der wird aber angeschossen. Wo ist der Typ denn? Okay, der ist dead. Artshift gegen mich. Wahre Worte. Ja, der Anfang ist so schleppend. Ja, natürlich ist er schleppend. Man fühlt sich jetzt die ersten Monate wie jemand, der Selbstgespräche führt. Fühle ich mich teilweise, wenn ich Apex spiele noch. Aber wobei, ich hab den Luxus, dass ich nicht mehr von Stream und YouTube abhängig bin. Weil halt durch EPW der Großteil da ist. Da hinten ist was. Regen. Regen ist wieder lauter als alles andere. Mal selbst jetzt spiele ich wie ein Haufen Kartoffelbrot. Auto geflippt. Top 9, da an dem Compound ist einer. Vor mir wird irgendwo einer sein. Eieieiei. Keine Ahnung, ich ist ein laberhaftes Schicken. Also Top 10 zu kommen ist ja keine Kunst. Die Kunst ist in der Top 10 zu gewinnen. Aber es ist TPP.
Okay, der AWM-Headshot, der ist rausgeblieben. Aber wir haben ja die Sunny-Tasche. Das ist das Problem. Der könnte mich halt sehen. Sterben, es dauert. Ich kann davon ausgehen, dass ich jetzt gleich auch sterbe. Da vorne drum oder sonst wo drum. Rendergrenze ist leider nicht erreicht. Ziel halt, ist kein Apex, Leute. Weiß, dass da hinten jemand ist. Weiß aber, dass die keinen Fokus auf mich haben, weil dann, das ist ein Berg halt. Rechts haben die mich gesehen. Die werden mich wahrscheinlich jetzt auch sehen, werden aber nur nicht schießen. Das heißt, ich gehe jetzt hier hinten ran und baller den, wenn es klappt, nieder, der da drinnen ist. Weiß nicht, wie weit die Rendergrenze ist. Okay, ich wurde gesehen auf jeden Fall. Das heißt, hier habe ich jetzt ein ganz großes Problem. Das heißt, aber gleich... Da hinten ist einer an dem Berg. Der hat ihn gesehen. Okay. Dann hoffen wir mal, dass derjenige jetzt gerade auch entdeckt wurde. Der hat nämlich jetzt ganz andere Probleme. Okay, das ist okay. Wir wissen, vor mir ist einer und links neben mir ist einer. Wir hören jetzt beide gerade. Die haben andere Sorgen als mich. Links habe ich noch Deckung. Top 2. Der wird mich jetzt auch natürlich schon erkannt haben, weiß, wo ich bin. Rucksack ausziehen ist actually eine starke Idee. Genau wie das hier. Er hat den Baum. I'm dead. Es sei denn... auf den High Ground. Ich hab's doch noch drauf. First Try, Boys. GG. War ein leckeres Hühnchen. No shit, das war die erste Runde seit einem Monat. Als TPP. Von daher. So, liebe Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. In nächster Zeit, ich verspreche hier mal, kommen nicht nur Buddy-Clips, kommt nicht nur natürlich die Cast-Highlights der ESL-Meisterschaft, sondern versprochenermaßen auch wieder mehr PUBG-Gameplays. Ich weiß, das habe ich ein bisschen schleifen lassen und momentan habe ich auch, wie gesagt, ich überall alles voller Papierkram und sowas. Aber kommt jetzt wieder öfters. Versprochen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz, ganz schönen Tag. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Und gerne einen Daumen nach oben da lassen, damit ich weiß, ihr wollt mehr davon. Und was macht der Hund die ganze Zeit? Der... pieselt sich hin und her. Ich habe das genau gesehen. Ja. Yeah.